So. Ich brauche also wieder Holz. Kev und sein Holz. Geh weg. Geh weg, böser Zwilling. Ja, gleich. Jetzt alle drei den gleichen Skin bei mir wieder machen. Dabei haben wir was anderes an, ne? Na, wahrscheinlich. Du willst Smaragde? Hab ich nicht. Ich hab immer noch meinen Irokesen-Skin. Wahrscheinlich lädt's wieder nicht richtig. Entschuldigung, ich dachte, was ein Baum. Alles klar. Da ist einfach mal eine Spinne. Ich glaube, ich Spinne. Aber die Neues. Machen ja tagsüber nicht. Ich baue mir einen Punkt. Da kann man nämlich gut Sachen nebenbei anbauen, ne? Hier neben das Wasser. Na, Zuckerrohr zum Beispiel. Auch immer eine Wasserquelle.
Direkt daneben. Sonst. Getreide. Alles schon, alles. Aber eher als Angelzone, würde ich das wissen. Ich glaube, du hast keine Smaragde. Warum ist das immer so schwer atmen? Die wollen es wahrscheinlich nebenher noch beschäftigt. Will ich gar nicht wissen. Der Löwe ist wach. Das hat sich gerade echt angehört, als hätte so ein Löwe gerade gebrüllt. Ist das dein Zweithaus, Kev, oder? Wir wollen doch ein Dorf bauen, oder nicht? Müssen wir irgendwann einen Dorfbewohner suchen und den einsperren. Das ist unsere Händlerbasis. Dementsprechend baue ich jetzt quasi noch ein... noch weitere Häuser, ja.
Warum steht hier eine Tür mit einem Wald? Ich weiß nicht, was du meinst. Kannst ja durchgehen. Nee, danke. Doch, das ist ja da. Mal 2 Minuten weg, ich kann doch hier einfach abhauen. Scheiße. Ach du Scheiße. Das war gerade heimlich. Scheiße, ach du Scheiße. Da hat jemand Hunger. Wir haben eigentlich eine echt gute Insel gefunden, wenn man es mal so sehen darf. Was hast du gefunden? Ich gesagt, wir haben eigentlich eine echt gute Insel, was das drumherum angeht. Okay. Auf den Sack. Enrico, deine Freundin ist wieder schlecht gelaunt. Aua! Meine Freundin? Ich hab hier was Ertrunkenes vor mir. Genau direkt vor meinem Haus, das heißt, ich komme nicht raus hier. Jetzt ist weg. Oh.
Komm. Ja. Sei lieb, komm mit. Komm. Nee. Komm, Pieperchen, komm. Nee. Hier lang. Nee. Lass mich in Ruhe. So, Creeper tot. Oh Leute, was geht los? Wieso backt jetzt eigentlich diese Karawane da ohne Typ mit den Leinen da durchs Wasser? Hä, hey, der ist doch da. Ne, bei mir sind das einfach nur zwei Tiere mit Leine und unsichtbar. Geht doch mal hin. Achso, hä? Ja, der kann sich unsichtbar machen, wenn er sich angegriffen fühlt. Glaube ich. Oh, da ist noch ein Creeper im Pool. Die mögen das. Angelzone. Er möchte geangelt werden. Wenn ich die Glaswürfel habe, kann ich ja Glasscheiben draus machen. Einfach normal was herstellen oder was? Ja, an der Box. Ja, oder am Dings, wenn du da Viereck drückst. Nee, nur in der Box. Nur in der Box. Ja, an dem normalen Viereck kannst du nicht so viel. Das sind nur notwendige Ressourcen. Abgesehen von der Wolle. Baby wurde von dem Betrunkenen gefällt. Was für Schweinereien, die so mit der Trunkenen machen. Ja, ist so, ne? Da ist der Creeper hin. Ein Zombie mit Rüstung ohne Fleck. Was ist los? Oh,
geht, ne? Yvonne ist gerade über irgendwas Besonderes gelaufen. Ja. Ja, was sollen die gelaufen sein? Wissen wir noch nicht. Es gibt diese Geräusche, dieses. Das zeigt meistens irgendwie an, dass du irgendwo über einen Spawner, über irgendeine Mine, über irgendeine. Also irgendwelche speziellen Orte läufst. Okay. Es kann auch hier so ein riesen Schluchtding sein, dass da drüber läuft. Oder irgendein Portal. Keine Ahnung, was hier. Scheiße, 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 scheiße. Sag mal nicht, sag mal nicht. Nee, komm nicht da runter. Okay, ich sehe, Kev hat wieder zugeschlagen. Entschuldigung, ich hatte Hunger. Leute, warum kriegt man eine Nachricht, wenn das Lama erschlagen wurde? Lama Baby? Ich hab's nicht mitgekriegt, ich hab's erschlagen. Ich hab dich nicht mehr reiten lassen. Ja, Baby, nicht alles lässt sich von dir reiten. Okay. Nicht alles lässt sich von dir reiten. Ja. Wir wollen schon die richtigen Fragen. Ja, hätte ich gerne. Lol, bei Markus Pett einfach ein Fuchs unterm Haus. Das klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, stimmt ja. Dann muss ich das anders richten. Dann richten wir das anders.
Aha, bist du fertig, Enrico? Was? Ah! So klang das gerade. Alles klar. Oh. Was du wieder für Dinge dir vorstellst, weißt du? Oh nein. Das. Hä? Wichser, du hast meinen Fisch geklaut. Wie redest du damit? Mit deinem Bruder? Nee. Mit deinem Papa? Zombie. Oh nein. Ich hab so eine Vater-Sohn-Begegnung, steht halt nicht immer so gut aus. Stimmt wohl. Das kämpft verdammt. Hast du schon? Nee. Ja, bist du aus dem Reagenzglas gekommen oder was? Vielleicht, ja, besser so. Achso, ja, nein, alles gut. Ich wollte jetzt nicht zu privat reingehen. So. Das machen wir nur bei Ivan. Du! Alter. Ich hab mal zu Ende begradigt, ja. Enrico. Safe. Soll. Auf meine Angel kommt ein Fisch zu geschwommen und jetzt kriege ich einen Seerosenplatz. Warten nicht.